So, da sind wir bei Let's Play Minecraft Together mit mir, dem Hängerboy und dem Klaas. Der! Oh ja, der Legendär. Der! Hab ich verbaut. Hab ich verbaut. So, wir waren letzte Folge hier am Wassermühlenbau. Das kann ich nicht so... Da muss ich auch ein 5 auf 5 bauen, Alter. Weil ich will ja hier runtergehen und wenn ich hier unten nochmal so ein kleines Rad baue, dann bringt es überhaupt nicht, dann dreht sich das beides in dieselbe Richtung. Oh, da Alpito. No, roll back to kitchen. Na, der hat eigentlich schon gepasst, fuck. So. So, noch ein quer. Das reicht schon. Leck mich an den Eiern, brauche ich einen Holzverschleiß. Brauche ich einen Holzverschleiß, ja. Gutes Deutsches. Voll geil, voll geil. Voll krass, weißt du. Oh, das ist ja irgendwie schief, oder? Nee. So. Immer drei. Hirntod. Bla bla bla. Ich habe noch 3 Sticks Holz, Alter. Und ich habe gerade mal 2,5 Etagen. Von 5 oder 6. So sollte das passen, es wird schon Nacht. Nein! Da könnte ich jotzen, könnte ich da jotzen. Nein, jetzt nicht. Alter, das wird mighty, das Ding. Das entscheidet immer noch ich. Ja, weil jetzt kann ich hier unten so einen kleinen Mahlstein hinbauen. So, hier kommt die Oberfläche hin. Wird natürlich auch aus Stein. Na, jetzt sieht man das hier natürlich nicht mehr. Was soll's? Musst du echt mal gucken kommen zu dir, ob du das auch wirklich gut machst. Und nicht jetzt mir irgendwas erzählst und du da weil irgendwie, keine Ahnung, unsere ganzen Tiere tötest, alles anfackelst, was sonst was machst. Eine Frage, soll ich das Ding jetzt im, gerade im Mahlzustand bauen oder soll ich das Ding im... Was heißt denn im Mahlzustand? Dass wenn die zwei beiden Steine aufeinander liegen oder soll ich es im offenen Zustand machen, sprich... Offen. Offen, okay. Oder was halt leichter ist zu bauen. Oh fuck. Genau, das wäre dann... Das wäre der offene Zustand. Ich will ja nichts sagen. Oder auch nicht hetzen. Ja. Aber es wird Nacht. Oh ja. Es ist Nacht. Ja, ja. Oh, Viecher sind da. Flucht! Viecher sind da. Ah! Über die Brücke! Ah! Oh mein Gott, da ist so viel gespawnt. Ich muss das Bett mitnehmen. Bei mir sind Monsters nearby. Ja, bei mir auch, deswegen nehme ich das Bett jetzt mit und flüchten! Ich lieg drin! Ja, warte! So, jetzt bin ich innen drin und... Na komm! Ah, geht doch. Huh! Ich bin so mighty! Kacke. Ich weiß nicht, ob es geht, weil ich gerade ein bisschen glitsche. Ne, geht nicht. Oder? Nein, geh nochmal rein. Ja. Oh ja. Drin. Keine Monster. Ah, sehr gut. Oh fuck, mir fällt gerade was auf hier. Was? Fenster offen, jeder kann reinschauen. Nee, die Kühler von meinem PC sind wieder. Was ist? Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Du musst schon ins Mikro sprechen. Die Kühler von meinem PC sind wieder aus. Oh. Überhitzt der? Nicht direkt, weil es nur Minecraft ist, aber es ist halt scheiße. Du weißt schon, dass Minecraft sehr viel Performance saugt, weil es halt auf Java programmiert wurde. Und Java ist eine Kack-Engine für Spiele, ehrlich gesagt. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, habe ich schon mal erwähnt. Wieso brennt ein Skelett da hinten nicht? Ach, weil es eine Rüstung anhat. Ich renne ins Wasser. Das
hat uns fallen. Hey cool, ich habe einen Chain Helm. Nice. Vom Skelett. Ja, das ist natürlich jetzt unlogisch, weil sonst kann sich das hier nicht drehen. So. Scheiße, Mann, ey. Was ist? Auf dem Stecker ist ein Wackler drauf. So. So, dann machen wir hier schon mal die Bäckerei rein, oder? Nein! So, lauf. Kühl ab. Alter. Nee, machen wir aus Helmholz. So. Hoffentlich bleiben die jetzt an, die Dinger. Ich hab ein bisschen Isolierband rumgewickelt, dass der Stecker zusammenhält. Ja, mit Spuck und Klebeband hält alles. Uhu, Patafix. Na? Das auch noch. Wow, wow, wow. Was ist? Zwei Herzen. Da geht's tief runter bei mir. Na? Glaub ich dir. Ja, Holz wollte ich holen. Gehen. So, das hier ist die Theke. Haben wir eigentlich noch Holz bei uns daheim? Oder soll ich die noch ein zweiter vorbauen? Ob wir Holz bei uns haben? Mhm. Verbau gerade alles ich. Eichenholz. Ja. Ganze gute Eichenholz. Wisst ihr, warum ich das hier so hinbaue? Ist ein bisschen blöd hier zum Durchkommen, aber hier will ich noch ein Regal mit Kuchen im Hintergrund hinbauen. So, natürlich bis ganz vor. Und jetzt Eichenholz. Okidoki. Beste. So, jetzt wollte ich auch allmählich Fensterscheiben und so ein Sheet. Ach Gott. Ist ja geil. Was? Was ich hier vorhab. Ein Wasserfall im Haus. Geil. So, oh. Dann... Natürlich, ich habe wieder kein Eichenholz. Problem. Wie komme ich jetzt da hoch? Tja, du hast mir so ein paar Muster vorhin vorgestellt. Und zwar diesen... Ich habe kein Eichenholz mehr. Die Flügel da zum Craften? Ja, die Flügel da zum Craften. Ja, du willst keine Mods, ich weiß. Nein, ich will keine Mods, aber ich habe kein Holz mehr. Kein Eichenholz. Ich habe noch Dschungel. Achso, du meinst den Timer-Mod? Oh. Oder auf was willst du drauf hinaus? Ja, Timer-Mod. Der wäre eigentlich nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Zack, weg der Baum. Zack, weg der Baum. Das geht mir nämlich ein bisschen auf die Eier. Ich bin ein Bunny und hüpfe hier herum. Ich hole mir jetzt Saplings und ein bisschen Knochenmehl. Und dann geht's wieder. Dann geht's wieder ans. Brauchst du auch Eichenholz? Eiche, ja. Ja, ich nehme ich auch. Ich habe noch eine gute Axt, die ist noch dreiviertel gut. Oak Saplings. Ja, mal 32 mit. Und Knochen waren hier drin. Machen wir gleich mal Knochenmehl draus. So, zack. Sollte reichen. Alter. Bin schon wieder runtergefallen. Krieg ich jetzt mal fast einen Holzinfarkt. Ein Holzinfarkt? Holzinfarkt, ja.
Mango. So. Ich fuck, ich hab Kühe bei mir. Warte. Setzen Ding Axt. So. Also, setzen. Da. Und Axt. Da. Ah, ich hasse es so sehr. Dann kommt noch Creeper. Oh, Zombies. Ich hab gedacht, du hast gepennt. Ja, aber unter meiner Bude spawnen schon Dinger, ne? Ach so, und das ist ein bisschen blöd. Ach, vielleicht noch ein Monster-Spawner hier drunter. Das wäre noch geil. Noch ein Monster-Spawner? Wir haben schon wie viele? Bei deinem Baumhaus? Ja, nur so einen kleinen, oder? Ach so, einen kleinen. Ja, so gleich baut hier. Oh ja. So. Und die Saplings immer schön mitnehmen. Oh, das war was Schwebendes. Nä? Du mit deinem Schwebenden, ey. Na? Hast du schon jemals ein haverndes Haus gesehen? Ein haverndes Haus. Ja, gibt's. Ja, in DayZ natürlich. Also. So. So, ich mache erstmal nur für mich eine Ladung Eichenholz. Du kannst warten, ne? Ich habe noch ein Stack. Ja, ich habe dir 4 Stacks mitgegeben. Das waren alle, die wir hatten. Und die 3, die ich mal gefarmt habe. Das waren die. Oder hast du selber noch 3 mitgenommen? Die waren noch in der Burg hier. Die gefarmten. Also das ist 7. Und die sind alle weg. Gleich. Ja, du bist die Rohstoffnutte von uns beiden, nicht ich. Ja. Ich bin die am Anschaffen, du bist die im Verbrauchen. Normal, was man uns immer umgedreht. Nein. Wir waren auch nie umgedreht. Na, würde ich jetzt nicht so behaupten. Ein Apfel. Ein Apfel. Hey, Apfel. Erbo. You look so fruity. Celluk really fruity. So. 59 Rohholz. Okay, die sollten ein bisschen wieder reichen, hoffe ich. Düdüm. Leer. nein. Aber gleich. Ach Gottchen. Ein haverndes Haus. Das baue ich hier. So über meinem Berg. Havert das. Glaube ich dir. Machen wir hier extra große Fenster rein, sprich so, das reicht dann eigentlich schon. Extra groß. Ja, man will ja auch bei der Bäckerei, weißt schon. Der Ruide. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Eins, zwei, also die Aussicht ist nicht schlecht. Hab ich doch verzählt. Also mein Zimmer ist ganz oben. Ja. Denk ich mal ein Haus. Meins, ich bin ganz oben. Meins! Wie die Möwen. Meins! Klar. Die Rail? Ich verleg glaube ich eine Rail zum Bauernhaus. Aber unterirdisch bitte. Es wird schon wieder dunkel. Ich mach mir eine Monorail. Ich könnte jotzen. Die Monorail. Oh, hallo. Hier ist das Penthouse. Schlafen gehen? Jo. Wait for it? No. Ich muss quasi hier so eine Glaswand wieder machen. So. Das sieht ja blöd aus.
So, schnell schlafen gehen, bevor die ganzen Pissgesichter wieder angeschissen kommen. Ah ja, Bett habe ich ja dabei. Gut. Liegst du schon? Ich liege in 3. Ich auch. 2, 1, jetzt. Ich streck mich immer, wenn ich pennen gehe. So, Dele. Das sieht fit aus. Das glaube ich dir gern. Hab ja auch ich gebaut. Nein. Den Dirt hier noch weg. Ist jetzt zwar nicht mehr so naturbelassen, aber fuck off. So, die Bäckerei, sie wird geformt. Notbedürftig aus Holz und auch aus Stein. Muss ich mal gucken kommen bei dir? Kannst ruhig gucken kommen. Misch egal. Alle. Hopp. 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 Ich hab Hopp gesagt. Hopp, hopp. Drei Breit oder zwei Breit? Was? Eingang. Von was? Mein Hus. Zwei oder. Bleibt dir überlassen. Kommt drauf an. Kommt. Ja, das. Kommt ja sowieso drauf an, ob es 6 Blöcke sind, dann ist es ja immer ein 2-Eingang. Und wenn, bei einer ungeraden Zahl kannst du ja nur einen Eingang machen. In einer. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Mein schiefer Blick. Hat dich nicht enttäuscht? Na, diesmal nicht. Es ist trotzdem schief. Bist ja nicht mal hier. Ich sehe das von hier aus, ne? Ich stelle mich da ganz oben drauf, dann sehe ich das. Hä? Wo bist denn du? Auf meinem Berg. Der ist hinter einem anderen Hügel, du kannst da nichts sehen. Ach. Ich kann von hier aus gerade mal das Winterbiom. Ein Baum auf dem Hügel sehen. Nice one. So, hier dicht. So, hier muss ich jetzt aber allmählich rübergehen. Und zwar mit das Dach hell machen. Das Dach. Das Dach mache ich hell. Und zwar wieder aus Slabs. Okay, hier muss doch Holz rein. Komm her. Du geile Sau. Und rein mit dir. Cool, rein, Glasses. Glaser. Apropos Glasses. Erinnert mich gerade an Glas. Brauche ich auch gerade. Aber vorher... eine Truhe, damit ich genug Glas mitnehmen kann. Brauchen und haben sind zwei Verstiefel, mein Freund. Wir haben beides. Nein, ich habe beides. So. Das da auch noch. So, dann mache ich mir mal wieder ein paar Öfchen. Und ein bisschen Kohle mit. Das und das. Ah, was noch bei der Bäckerei fehlt, ist mir gerade aufgefallen. Was denn? Die Öfen. Ich muss auch ein Hinterzimmer. Ich mache ein Hinterzimmer, wo nur Öfen drin sind. Ist ja schön. Ja. Dafür brauche ich aber erstmal ein bisschen Kabel. Was sagst du? 64 Öfen? Ja, ist geil.
Ist geil. Musst du so, machen. Haben wir schon mal genug Öfchen, dann nehme ich noch ein bisschen ein Stack Kohleblöcke mit, oder? Ja. Weil ich gehe da auch gleich unten brennen. Und zwar Sand. Nehmen wir den erst raus. Sollte reichen. So, die Folge sehe ich aber gerade, ist leider auch schon wieder rum. Ich komme zurück. Ja, und bis der Klaas da ist, ist die Folge leider schon vorbei. Und wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Together mit dem Klaas. Tschüss zusammen. Und mir, dem Hängerboy. Ciao, Leute. Servus.